and welcome back zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen Haul. Ihr seht die Sachen schon hinter mir. Und zwar wird es diesmal ein Fall Haul, ein Autumn Haul, passend zur Herbstseason, die jetzt gestartet hat. Und ich dachte mir, ich zeige euch mal, was ich mir so für den Herbst gekauft habe. Der Haul ist komplett non-sponsored. Ich habe dafür kein Geld bekommen. Ich habe die Sachen nicht zugeschickt bekommen. Ich habe mir alles selbst gekauft und ich wollte es einfach mal zeigen. Ich wurde nämlich schon auf ein paar Sachen angesprochen, woher die sind. Und ja, ich würde sagen, let's go und ich zeige euch mal die ganzen Pieces. Okay Leute, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Teil. Ich habe hier Sachen von Boohoo, ich habe hier Sachen von Naked, Pretty Little Thing und ich glaube, das war's alles. Ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten und einzigen Sache von Naked und zwar habe ich da diesen Ledermantel hier gekauft. So sieht der Mantel jetzt aus und zwar hat er hier eben so wie so einen Kragen. Ihr könnt ihn auch mit einem Knopf schließen, das heißt, hier ist das Loch und hier haben wir den Knopf. Ich meine, hä? Mir ist gerade aufgefallen, eigentlich hat es hier so ein Loch für einen Knopf, aber hier hat es auch so ein Loch für einen Knopf. Ich weiß nicht, ob das jetzt gewollt ist oder ob das ein Montagsprodukt ist oder ob das irgendwie bei mir falsch gelaufen ist, aber ich kann ihn jetzt nicht zumachen. Ich glaube aber, normalerweise sollte das gehen. Die Arme sind eben so zugemacht mit so einem Knopf hier an beiden Seiten, ist aber hier offen, finde ich aber nicht schlimm, ist ein süßes Detail. Dann habt ihr hier so einen Gürtel, mit dem ihr das Ganze zumachen könnt, einfach hier rein und festziehen und dann eben befestigen, wie ihr wollt. Der Mantel ist auch relativ lang, wie ihr sehen könnt, also ich weiß nicht, ob ihr es genau erkennen könnt, ich mache mal die Kamera ein bisschen runter. Der Mantel ist auch relativ lang, wie ihr sehen könnt, also da geht schon über den Popo, aber ich finde das sehr nice. Ihr könnt da drunter ziehen, was ihr wollt. Ich lasse den meistens offen, aber so sieht der eben zu aus. Und ich finde den sehr, sehr cute. Ihr könnt den auf alles anziehen. Ihr könnt alles drunter ziehen. Turtleneck, T-Shirts, Pullis und egal welche Hose drunter, Leggings, Jeans, wie ihr wollt. Und ich finde den sehr, sehr nice. Der hat wirklich eine gute Qualität und die Jacke hält sehr warm. Und ich wurde auch schon im MTZ darauf angesprochen, woher die Jacke ist. Deswegen anscheinend kommt die auch sehr gut an, auch wenn es gerade vielleicht auf dem Bild relativ komisch aussieht. Aber ich liebe den Mantel. Machen wir weiter mit der nächsten Jacke und zwar dieser Jeansjacke. Die habe ich von Boohoo. Ich habe zwar noch eine alte Jeansjacke, aber die möchte ich unbedingt loswerden. Deswegen, ich werde mal auf Insta gucken, ob die jemand haben möchte, weil ich nicht mehr so zufrieden mit der bin, obwohl ich die eigentlich sehr feiere. Die hat so ein paar Löcher, ist ein bisschen heller als die. Und ja, aber ich wollte mal eine haben, die so ein bisschen oversized ist und einfach ein bisschen ja, größer fällt und da habe ich die hier gefunden. Ich habe jetzt eine Jeans an, ich bin jetzt nicht so der Fan davon, Jeansjacke auf Jeans anzuziehen, aber es sind zwei unterschiedliche Töne, deswegen sollte das klar gehen. So sieht die Jeansjacke jetzt aus. Also ihr seht, die Ärmel sind sehr, sehr oversized. An den Ärmeln habt ihr diese Jeans-Optik, das heißt wirklich, dass es aussieht wie eine Hose normalerweise und das finde ich sehr, sehr cool. Das ist mir auch erst gar nicht aufgefallen. Ihr könnt darunter auch wieder anziehen, was ihr wollt. Ich finde halt das sehr nice, dass sie so oversized ist, dass man da Pullis drunter anziehen kann. Ich stelle mir das wieder nice vor mit einem Turtleneck, aber auch mit solchen Crop-T-Shirts finde ich sehr cool. Und die Hose könnt ihr auch wieder entscheiden, welche ihr darauf anzieht. Geht aber, glaube ich, nicht ganz über den Po, finde ich aber nicht schlimm. Man kann die auch so ein bisschen, lockerer anziehen. Und I like it, weil ich kann mir vorstellen, dass man da wirklich viele nice Sachen drüber anziehen kann, weil die eben so schön oversized ist. Ich würde sagen, wir bleiben direkt bei den Jacken und machen weiter mit noch einem Blazer-Mantel von Boohoo. Bei dem bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den zurückschicken werde. Das wäre dann auch das einzige Teil, was ich zurückschicke, weil ich mir nicht ganz sicher bin mit der Länge und der Passform, weil ich glaube, dass der mir... I don't know, ich ziehe den jetzt einfach mal an. So sieht der Blazer jetzt aus. Also ich finde... Hier sind schon Haare dran. Also ich weiß nicht genau, der fühlt sich halt an wirklich wie ein Mantel. Der hat keine echten Taschen, auch wenn es so wirkt. Und ihr könnt den eben an einem Knopf zumachen und dann so tragen. Eigentlich finde ich, macht er eine sehr süße Figur und ich finde auch gerade zu dem Outfit sieht es sehr süß aus. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn anziehen werde und dann schicke ich ihn lieber zurück und spare mir das Geld. Aber wenn ihr sowas sucht, ich finde den sehr nice, der kratzt nicht, hat einen super schönen Stoff. Weiter geht's in zwei Jacken, die sich relativ ähnlich sind, ihr werdet das gleich sehen. Aber ich wollte trotzdem beide behalten, die waren beide reduziert von 120 auf 60 Euro. Wer weiß, ob die wirklich jemals 120 Euro gekostet haben. Aber ich war so ein bisschen geblendet von der Zahl und ich wollte schon immer so eine Jacke haben, weil ich immer diese oversized down, wie nennt man die? Diese Pufferjacken, diese oversized Pufferjacken wollte ich schon immer haben und habe nie eine passende gefunden und dann habe ich die auf der Internetseite von Boohoo gesehen und ich war so, ich muss die mir bestellen und ihr werdet Unterschiede sehen, aber die sind vom Ding her schon sehr gleich. Ich würde sagen, wir starten mit dieser Jacke hier. Also das ist wirklich nur was für Leute, die wirklich solche Pufferjacken mögen, weil ihr seht, die ist sehr oversized. Ich glaube, ich habe die in der Größe M genommen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Jetzt gerade sehe ich halt wirklich aus wie so ein...
wie so ein Michelin-Mann, aber eigentlich feiere ich die sehr. Also die Kapuze ist sehr, sehr groß. Hatte ich auch noch nie an, aber ich finde, das ist immer nice, wenn die so eine riesen Kapuze haben. Hinten geht die über den Po. Das ist halt auch nicht jedermanns Sache, dass es halt hinten ein bisschen länger wird. Aber meine Mutter fand das irgendwie nice und deswegen habe ich das bestellt. Und ja, die ist sehr... Also die fühlt sich dünn an, aber ich liebe halt an so Jacken, dass du anziehen kannst, was du willst darunter. Ich könnte da einen Pulli drunter ziehen, ich kann auch mit dem T-Shirt gehen und es hält mich trotzdem relativ warm. Das ist halt Geschmackssache, ob man sowas feiert. Ich stehe auch auf Mäntel und normale Parker oder eben andere Jacken. Aber ich wollte unbedingt auch solche Pufferjacken haben, wenn ich das fühle und mit einem dicken Pulli drunter und wenn die einfach nur gammelt. Also ich feiere das schon sehr. Und ja, so, das ist Nummer 2. Die ist ein bisschen anders geschnitten, wie ihr sehen könnt. Also die hat auch schon so einen Schnitt vorne. Die ist auch ein bisschen kürzer und ein bisschen, wenn ihr die halt an den Seiten so zusammenzieht, wird die halt so ein bisschen, ja, ihr seht es so ein bisschen runder und geht nicht so weit nach außen unten, was ich sehr mag. Also ich mag es nicht, wenn die mich so viel, viel breiter aussehen lassen, als ich bin. Hinten ist die halt auch sehr, sehr bauschig, hat keine Kapuze. Und die Besonderheit ist halt, dass sie hier so 2 große Taschen hat. Und ich glaube, dass ich die von vorne schon mehr mag, weil ich halt auch diese Taschen mag. Ihr könnt von oben rein, ihr könnt aber auch von den Seiten rein. Und es sind trotzdem 2 verschiedene Taschen. Also ihr habt sozusagen 4 Taschen, einmal die beiden und einmal von der Seite rein. Ich glaube, sowas muss man eben einfach mögen, wie gesagt. Ich mag diese Girly-Schiene mit Mantel und einem süßen Schal und einem süßen Pulli. Aber ich mag auch ganz gerne diese dicken Daunenjacken, diese dicken wie Bomberjacken. Aber eben, ihr seht ja, wie sie aussieht. I love it. Kommen wir nun zu einem Teil, was ich noch nicht anhatte, und zwar dieser Cardigan hier. Ja, ist einfach so ein Basic. Ist es ein Cardigan? Es ist eben so ein, es ist schon ein Cardigan. Ihr könnt den auch aufknöpfen, aber ich würde es euch halt nicht empfehlen, außer ihr habt was drunter. Ich ziehe den eher so als Langarm, Pulli, Top, T-Shirt an und ich finde es sehr süß. Es gibt es auch in anderen Farbkombinationen. Also ihr habt dann da oben rosa, da rot. Ich wollte aber ganz schlicht haben, grau und schwarz. Und ich fand es an dem Model sehr schön, hat auch relativ lange Ärmel, die ihr so ein bisschen so über die Hand ziehen könnt, so ein bisschen cozy und ja, ich liebe das. Hinten ist er auch ziemlich locker, aber ich feiere das sehr. Ich würde da drauf auf jeden Fall auch noch eine Kette anziehen und ich finde das sehr, sehr süß und auch für den Herbst super passend. Kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsteil und zwar diesem Off-Shoulder-Cropped-Cardigan. Den habe ich nicht nur in schwarz, sondern auch in so einem Creme-Weiß. Ihr könntet den theoretisch auch aufknöpfen. Mache ich nicht, bringt mir nichts. Und ich habe halt jetzt die BH-Träger an, aber die könnt ihr natürlich auch so zur Seite machen. Könnt den auf der einen Schulter runter machen, könnt ihn auf beiden runter machen, könnt den aber auch relativ normal tragen. Ist halt cropped. Ich feiere das extrem. Ich finde den super schön, auch mit der Hose, die ich anhabe. Hinten ist der eben schon ein bisschen länger und bedeckt den ganzen Rücken, außer eben oben, und vorne ist er eben cropped. Ich würde da jetzt auch noch eine Kette drauf anziehen und ich finde das wirklich super, super schön. Ist ein tolles Basic-Oberteil, aber nicht ganz so basic, weil es eben cropped ist. Der hat auch wieder ein bisschen längere Ärmel und I love it. Also wirklich, ich war so in love, als ich das gesehen habe. Wie gesagt, den gab es für mich auch noch in so einem Creme-Weiß. Ich habe halt jetzt einen schwarzen BH drunter an. Würde ich euch dann eben nicht empfehlen. Ich würde dann einen anderen drunter anziehen, wobei ich das nicht so schlimm finde, wenn man dann schwarzen drunter anhat. Auch wieder lange Ärmel, ist eben genau der gleiche. In Weiß sieht man eben nochmal ein bisschen besser, wie der geschnitten ist. Ich trage den jetzt eben so ein bisschen höher und dann ist er eben am Bauch ein bisschen gecroppter. Ich habe noch das Etikett dran. Hinten sieht er so aus und ich finde das wirklich so süß. Also ich liebe, liebe, liebe dieses Oberteil und ihr werdet mich noch öfter in solchen sehen. Und ja, yeah, I love it a lot. Kommen wir zum letzten Piece von Boohoo und zwar diesem Pulli hier. Den habt ihr auch schon in meinem letzten Vlog gesehen. Das ist ein ganz casual schwarzer Pulli mit eben Turtleneck und hier solchen Puffärmeln an der Unterseite vom Arm. Und ihr könnt den eben so in die Hose stecken. Ihr könnt es aber auch draußen lassen. Hinten ist er auch relativ kurz. Ich finde, der hat ein sehr hartes Material, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist so einer. Kennt ihr diese Stoffe, die, wenn ihr die zwischen die Zähne nehmt, dann quietschen die so? Wisst ihr, was ich meine? Aber ja, also der hält schon sehr warm. Ich finde, das ist so ein Teil, ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal bestellen würde, weil ich finde, vom Aussehen her ist es ein super schöner Basic-Pulli und ich werde den auch auf jeden Fall nicht zurückschicken. Zumal ich den auch schon anhatte. Aber ich habe halt beim Tragen gemerkt, dass es so ein Schwitzstoff ist und dass ich sehr schnell darunter schwitze, obwohl das noch nicht mal meine Achseln berührt. Und ist auch sehr, sehr harter Stoff und eben auch vielleicht kein guter Stoff. Aber der war jetzt auch nicht unglaublich teuer und ich finde, der sieht super süß aus. Deswegen, und ich finde solche Pullis in so einem Schnitt und so einer Passform für den Herbst wirklich perfekt. Das waren jetzt alle Pieces von Boohoo. Weiter geht's mit diesem Pulli hier. Den habe ich mir von Nike gekauft. Und zwar ist es einfach so ein schwarzer Nike-Pulli, der eben ohne Kapuze ist. Ich habe da jetzt einfach so ein weißes Hemd drunter gezogen, was auch unten rauskommt. Ich finde das sehr, sehr süß. Ich habe das Outfit auf Pinterest so gesehen und ich habe mich voll inspirieren lassen und habe mir diesen Pulli nachgekauft. Und habe eben, wie gesagt, einfach ein weißes Hemd drunter an. Und ich liebe den. Den könnt ihr natürlich auch so anziehen. Den könnt ihr auch zum Chillen anziehen. Ich liebe Nike-Pullis zum Chillen. Ich
Ich feiere die extrem und ja, I love it. Last but not least habe ich dieses schöne Oberteil von Pretty Little Thing und das ist eines meiner Lieblingsteile aus diesem Haul. Das ist eben so ein richtig enges, ich habe das in Größe 8 UK Size. Das hat an der Seite hier diese Bändel, da könnt ihr eine Schleife reinmachen oder einfach so hängen lassen. Ich liebe, liebe, liebe dieses Oberteil. Richtig viele haben wegen meinem letzten Video danach gefragt, da hatte ich das an. Das ist von Pretty Little Thing und das, ich weiß nicht, was das für eine Optik ist. Einfach so ein bisschen verraucht und eben so schöne beige-brauntöne und ich finde das perfekt für den Herbst und es ist sehr eng. Also ich bin da auch echt am struggeln, wie ich da immer mit meinem Kopf reinkomme. Vor allem, wenn ihr Make-up tragt. Ich glaube, ihr wisst Bescheid, aber ja. Ich finde es sehr, sehr cute und es ist wirklich eines meiner Lieblingsteile aus dem Haul und ich finde, man kann das super gut mit allen Jacken kombinieren, mit super vielen Hosen und ich liebe das einfach. In dem Haul gibt es leider keine Hosen oder irgendwelche nice Pants. Ich habe mir für den Herbst keine weiteren Hosen bestellt, weil ich der Meinung bin, dass ich genug habe. Ist mir sehr schwer gefallen, aber ich muss es akzeptieren. Aber dafür habe ich mir noch ein paar neue Schuhe zugelegt und zwar diese hier. Nach denen wurde ich auch schon unglaublich oft auf Insta gefragt, weil ich die da gepostet habe. Die sind von Nasty Gal. Ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt. Ich glaube, das ist eine UK-Seite, aber ich bin mir nicht sicher. Und ich finde die super, super nice. Es sind halt krasse Oschis, sage ich immer dazu. Ich finde, die ähneln sehr dolle den Doc Martens. Und da ich solche Lack-Doc Martens habe, wollte ich eben mal so ein paar matte Schuhe haben. Und da ich das sehr feier, dass man in die eben nur reinschlüpfen muss, weil die sehr elastisch sind, habe ich mir die geholt. Ich glaube, ich habe die in Größe... Ich glaube, ich habe die in Größe 39 genommen. Und ich würde sagen, die sind True Size. Und ja, ich liebe die Dinger, also ich feiere die extrem. Die machen halt schon große Füße, vor allem hier durch diese Details am Rand, aber ich finde die super geil und ich liebe die und die peppen jedes Outfit auf. That was it. Ja Leute, das war's mit dem Haul. Ich bleibe jetzt noch kurz im Oberteil, obwohl ich komplett am Schwitzen bin, oh mein Gott. Ja Leute, das war's mit dem Haul, das waren alle Sachen, das waren alle Pieces. Ich hoffe, dass ein paar dabei waren, die euch gefallen haben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr am schönsten fandet. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen und abonniert gerne den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder und bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Bis dann, bye!